So, hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Part von dem Mysterix-Mod in GTA San Andreas mit mir, Vasitur. So, wir sind jetzt hier wieder bei unserer Base und mir ist was aufgefallen hier. Oh, scheiße, ist das laut. Ich muss mal kurz leiser machen. Perfekt. Und mir ist gerade was aufgefallen, denn da ich ja das ja noch nicht ganz erkundet hatte, denn wenn man jetzt hier weiter guckt, hier zum Beispiel findet man nochmal so ein ganzes Waffenarsenal. Ich tendiere eher hier so auf Minigun würde ich eigentlich immer nehmen, aber ich habe irgendwie Lust auf eine RPG. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Rocket Launcher hier mal. Geben wir dann unseren geilen Wagen. Und mir ist noch was aufgefallen. Es gibt doch irgendwelche awesome Waffen, die ich hier hinterm Haus gefunden hatte. Die habe ich gar nicht bemerkt. Ich frag mich eigentlich, was das ist. Ich habe die noch nicht benutzt. Also das ist ein Schwert halt. Ne? Nehmen wir jetzt mal. Oh. Was zu... Oh. Ich schätze mal, mit der Waffe kann man Monster aus weiter Distanz damagen. Aber egal, wo ich... Aha. Shit. Okay, ich habe meine neuen Lieblingswaffen hier kennengelernt. Ach so, das ist ein Schlagring. Ah. Sehr schönes Schlagring, ne? So, und da hinten kann man, wie es scheint, Leute rekrutieren. Das ist mir auch gerade erst aufgefallen, denn hier stehen Leute rum, die wir rekrutieren können. Komm, Leute. Es wird Zeit. Ein paar Bitches fertig zu machen. In den Kommentaren stand auch, dass ich mal mit dem wunderschönen UFO da hinten fliegen werde. Also, dass ich mal mit diesem mit dem UFO mal fliegen sollte. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Ja, da passt eh nur einer rein, so wie ich weiß. Aber man kann ja trotzdem mal ausprobieren. Nope, es kann keiner rein. So, ich würde mal sagen, ich gehe dann mal auf die wunderschöne Reise. Ach du Scheiße. Alter, what the fuck? Alter, sieht das creepy aus. Tschüss. Alter. Okay, ruhig Blut. Es ist einfach nur ein Helikopter, welches ein bisschen gemoddet wurde. Ein kleines bisschen. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Das sieht verdammt awesome aus. Verdammt, ist das geil. So, ich werde jetzt... Mythen erforschen, die ihr mir sagen werdet und auch zum Teil ich persönlich selber weiß. Hier zum Beispiel sollte der berühmte Lizardman sein. Der Lizardman aus Spider-Man. Der sollte hier sein. Ich meine, es gibt auch natürlich einen Mythos davon. Aber den habe ich nicht gemacht, weil jeder weiß, dass es ihn nicht gibt. Aha, da ist der Lizardman. Na, alles fresh. Yep. Bei ihm geht's gut anscheinend. Schon mal mit meinen neuen Waffen angefreundet. Oh, damn! Alter, der ist ja fast tot. Ah! Oh, jetzt habe ich es gecheckt. Die haben verdammt viel Leben, aber mit dieser Waffe kann man die ganz leicht damagen. Warte, ich möchte mal trotzdem mit einem RPG mal auf den drauf knallen. Damn. So, jetzt wird er getötet. Und BÄM! So tötet man also die Monster hier in diesem fucking Mod. So. Nein! Oh wow, shit. Warte, wie viele Leute töte ich denn im Umkreis? Damn! Was für eine heftige Waffe. Fuck it! Was geht mit den Waffen schief? Bitch! Du wirst sterben! Stirb doch! So. Dann fliegen wir mal auch mal zum nächsten Mythos. Oh! Mit dem kann man doch sogar schießen. Ha! Wie geil! Nein, nicht mit der Maus bewegen! So, wie ich jetzt gerade hier bei diesen wunderschönen Kommentaren lesen kann, sollte ich mal hier den Mythos Shady Creeks Creature. Unter anderem auch in, soll ich mal zu der Geisterstadt Las Brujas mal hingehen. Und unter anderem soll hier auch was Schönes sein, soweit ich weiß.
Mal gucken, was hier sein wird. Denn da, wer noch? Sollten hier nicht normalerweise UFOs sein? UFOs? Scheint nicht so der Fall hier zu sein. Was passiert, wenn wir hier mal die Zeit mal ein bisschen ändern? Was passiert, wenn wir hier mal auf 23 Uhr springen? Guten Tag. Oh. Hallo, ist hier jemand? Mann, das ist ja mal ein heftiger Sandsturm hier. Ist das normal, dass da ein Helikopter rumfliegt so und sich zu mir umdreht? Ah, wo ist er denn? Was zur... nein? 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 Na, oh, kacke. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fucking shit. Wo kommt ihr verdammt nochmal her? Oh, shit. Ah, fuck it. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Wer, was ist da oben? Du dreckiger Mistkerl, mach... Du lässt hier die ganze Zeit diese... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Okay, okay, okay. Wie machen wir das jetzt immer am besten? Stirb, Motherfuckers. Oh, fuck. Aber jedes Monster hat eine Schwachstelle. Das ist immer so gewesen. Und ich werde auch eure Schwachstelle rausfinden. Oh. Momentchen mal, Momentchen. Drück, wie wär's denn mal mit ein paar Flamethrower. Probieren wir das mal aus. Bitch. Oh. Ich wusste doch, dass jeder eine fucking Schwachstelle hat. Oh. Was, sag mal, sterben die jetzt eigentlich davon? Ja. Die sterben wirklich davon. Ja, geht doch. Jetzt weiß ich schon mal, was ich benutzen werde, um diese Penner fertig zu machen. Geht weg von mir. Ein paar Bomben für euch. Bam. Bam. Scheiße, meine linke Maus, das ist auch bald am Arsch, merke ich. Flieg weg. Flieg. Flieg schon, flieg schon, flieg schon, flieg schon, flieg schon, flieg schon, flieg schon. So. Und wir gehen wieder zurück. So, nächster Halt, Las Brujas. Ja, ich weiß, ich hatte beim dritten Mythos Las Brujas gesagt, aber es heißt Las Brujas. So, wir sind gleich da. Ich würde mal sagen, ich muss mal gleich die Zeit ändern, sonst... Fuck. Guten Tag, die Herren. Ich würde mal sagen, ich ändere mal die Zeit. Ich muss mal kurz den Zeitsheet mal wegmachen. So, danke. Ey. Ey, ist ja El Castillo del Diablo. Oh, ja, ja. So. Mal gucken, ob hier irgendwas erscheinen wird. Oh, ich erinnere mich noch, als ich hier diesen Mythos hier gemacht hatte. Das waren noch Zeiten. Hallo? Ist da jemand? So, es ist gleich Mitternacht. Ich hoffe, dass hier irgendein Viech auftauchen wird. Oder irgendetwas.
Was anscheinend nicht so der Fall hier ist. Wo ist eigentlich das Loch? Loch, 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 Loch. Da ist es doch. So. So wie es scheint, ist hier gar nichts. Ach, Maus! Was geht mit dir ab? Ich muss mir bald irgendwann mal eine neue Maus holen. Die Maus spinnt schon langsam. So wie es scheint, ist hier nichts. Na dann fliegen wir mal weg. So. Hatte ich schon eigentlich beim ersten Part Loch Ness gezeigt? Ich weiß gar nicht, ob Loch Ness existiert hier, aber wir können ja nochmal dorthin gehen. Ich weiß jetzt gar nicht mal so wirklich, ob ich Loch Ness dort erkundet hatte. Nein, 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 ich glaube nicht. Nein, ich glaube definitiv nicht. Aber bevor wir zu Loch Ness fliegen werden, müssen wir noch einen kleinen Zwischenstopp hier machen. Wo ist die Stadt hier? Wo ist die Stadt? Wo ist die Stadt? Nein, die Stadt liegt nicht dort. Die Stadt liegt nämlich... Nein, nicht nach San Fierro. Nach da. Die Stadt liegt nämlich da hinten, neben dem Big Ear. Da ist ja dieser wunderschöne Tunnel. Und laut den Leuten in den Kommentaren soll da auch ein wunderschönes Viech sich umtreiben. Mal gucken, was da so sein wird. So, wo ist dieser Höhleneingang? Da ist dieser Höhleneingang. So, dann erkundigen wir das jetzt mal gleich. Vorsicht, UFO im Anflug. Keine Sorge. Ich bin nur ein Mythenforscher. Nein! Vorsichtig. Zum Glück ist es unstoppable. Dieses UFO kann einfach nicht zerstört werden. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So. Bone County. So. Dann laufen wir mal kurz dorthin. Wie viel Kondition hab? Oh yeah. Aber mein Sexappeal ist. Tut mir leid, CJ. Aber du hast leider keinen Schwanz. So. Guten Tag. Ist hier was Böses? Um eine ganz bestimmte Uhrzeit vielleicht? Ah! Nope, 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 nope. Wo zum Teufel? Was zum Teufel seid ihr denn für Viecher? Alter! Geht weg! Oh nein, diesen. Was zum Teufel seid ihr? Du siehst sehr sexy aus, wusstest du das? Brett in der Hölle! Linke Maustaste! What? Ja, das geht. Hallo? Meine linke Maustaste will nicht. Wieso willst du hier? Aber... Shit, was ist los? Anscheinend liegt deswegen das hier. Ah, shit, mach das aus. Wo seid ihr, Penner? Nein, das geht nicht. Okay, dann habe ich eine wunderschöne Überraschung für euch. Stirb da. Oh, fuck. Oh, shit. Oh. Dead damage, though. Dead damage. Oh, fuck, no. Nein, 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 Lauf, 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 lauf. Steig doch ein, CJ, mein Gott. Flieg. Flieg. CJ, flieg. Das ist ein Befehl. Gute Arbeit. So. Arrivederci, motherfuckers. So, gab es bei San Fierro irgendwelche Mythen noch? Ach ja, stimmt. Ghost Ship gab es ja noch. Und in den Kommentaren wurde auch Ghost Ship genannt. Oder Gilligan's Island. Und soweit ich mich jetzt hier erkundet hatte... Gilligan's Island ist diese kleine Insel dort hinten, also diese Insel da, oder? Ist das Gilligan Island? Ja, das ist es. Was da sein soll, weiß ich nicht, aber ich werde es mir später mal angucken. Wegen Ghost Ship, das werden wir mal später mal angucken, ob es das geben wird. Aber bevor wir... Oh shit! Flieg hoch, flieg hoch, flieg hoch.
So, dann würde ich mal sagen, auf zu Nessie. Nessie, ich bin da. Hui. Ja, yeah, macht das Spaß. Ja, toll, ja. Oh Mann. Vorsichtig, vorsichtig. Erstmal erkunden wir mal, was dort vielleicht. Also ich sehe jetzt gerade momentan nichts im Wasser, aber es kann sich ja immer ändern. So. What? Yay. Schau mal, wen wir dort haben. Ey, Loch Ness. Alles fresh in your hood? Alles gut? Oh Gott, ich will nicht dahin gehen. Nessie? Ey, oh ja. Ey, Digga, was geht? What? Kann man dich töten? Nope. Nope. Ich will nicht zu dir hinschauen. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Nein, nein, nein. Keine 10 Pferde bringen mich dorthin. Wir können dich nur aus der Ferne beobachten. Du hast wirklich ein sexy Auge. Wusstest du das? Nope. Nein, nein. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Wir schwimmen nicht zu dem Penner. Wir machen weiter. So. Der nächste Mythos, der auf meiner Liste steht, nennt sich CJ's Ghost Mom, was auch immer. Dann gucken wir mal, ob es die geben wird. Okay, soweit ich weiß, war der Mythos zwischen 23 Uhr. Machen wir mal so. Machen wir das mal weg. Machen so. Gehen gerade drüber und gehen rein. So, CJ's Mom. Beverly, ich weiß, dass die hier sind. Zeigen Sie sich. Beverly, seien Sie nicht so schüchtern. Ich habe bei denen noch was Schönes für Sie. Hehehe. Ich weiß, Geister kann man nicht töten, aber trotzdem. Hehehe. Ich weiß nicht, wo sie sein werden, aber man kann ja trotzdem hier überall so welche Bomben hinschmeißen. Psst, geh mir weg, geh mir weg, geh mir weg. Ghost. CJ's Mom. Ups. Oh nein. Ich bin doch so ein Idiot. Oh mein Gott, wenn Dummheit wehtun würde, dann wäre ich schon lange tot. Oh mein Gott, nein! Das war schlimm. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh. Neuer Versuch, aber ohne Waffen. Ja, das wird ein bisschen schwierig sein, aber soweit ich weiß, ist CJ's, also der Geist von CJ's Mutter nicht gewalttätig. Also von daher wird das bestimmt ganz gut laufen. Ich würde mal sagen, ich hocke mich hier hin und warte. Es ist Mitternacht und ich habe immer noch keinen gesehen. Vielleicht ist sie sogar hinter mir. Nein. Ist hier... Ist das hier überhaupt drin, in diesem Mystery X-Mod? Hallo? Jemand hier? CJ's Mom. Oh! Hey, 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 Beverly. Alles kaputt in Kalkutta. Lauf nicht weg. Okay. Wir gehen lieber.
Und wir können doch nicht die Mission machen. Yes! Wir können flüchten! Oh ja! Weg mit diesem fucking Cheat. So. Ja! Wir haben CJ's Mom gesehen. So, wir haben uns jetzt gerade hier mit Waffen komplett wieder voll bestückt. Oh ja. Und ich frage mich jetzt gerade, in welchem Portal ich hier reingegangen bin. Ich schätze mal in den hier, deswegen gehen wir mal jetzt hier rein. So, wohin führt uns das? Aha. Direkt zu CJ nach Hause. Okay. Nein, ich wollte nicht zu mir nach Hause. Ich wollte nämlich hier ran zu Area 69 mal. So. Oh! Was macht ihr denn hier? Ihr seid hier nicht erlaubt! Oh, wie viele! Die sterben alle von Feuer. Ich habe ihre Schwachstelle rausgefunden. Stirbt, Motherfuckers! Stirbt! Hahaha. Vasito, der Alien, der Vernichter, hat jetzt wieder mal zugeschlagen. Und die Aliens sind jetzt Geschichte. Alter, wie viele von denen gab es denn hier? Was ein weiser Mann damals sagte, YOLO, aber YOLO durch das Feuer? Wieso nicht? Oh, shit. Ich würde jetzt was sagen, aber es wird ziemlich zweideutig sein. Oh! What the fuck, the, Alter. Verpiss dich von mir. Dreckiger Spasti. Ach, CJ, komm, du schaffst das schon. Ich hab gedacht, du wärst feuerfest. Gott. Bin ich mal einmal hergekommen, auf einmal tauchen dann eine Horde von Aliens auf. Shit. Okay, überprüfen wir mal, was hier noch ist. Guten. Oh, eine Schutzweste. Wofür, ist die Frage. Das ist die Frage. Wofür ist da eine Schutzweste gewesen? Hallo? Ist hier jemand? Sieht nicht so aus, aber wir können ja trotzdem mal hier ein bisschen rumschauen. Vielleicht kann ja doch mal irgendwas sein. Kommt raus, egal wo ihr seid. Ich weiß, dass ihr irgendwo hier seid. Sieht nicht so aus, ob hier irgendwas sein würde, aber erst gucken und dann sagen. So. Guten Tag. Ghostplane, du bist hier nicht erwünscht. Oh. Es wurde hier was gezeichnet. Aha. Teleporter Checkup Komplex. Aha. Da steht CJ's Haus. Da ist Laterface. Was ist denn da? Ich weiß jetzt gerade nicht, was da genau. Aha. Area 51. Und unser Komplex. Nett, nett. Und hier sind irgendwelche Übertragungen, die ich jetzt nicht so ganz genau verstehen kann. Aber nett gemacht. Wirklich sehr nett gemacht. Der mir die Karte verändert. Schön. Soweit ich weiß, gibt es ja auch ein Mystery X 2 Mod für GTA San Andreas. Aber ich habe das schon versucht zu installieren. Aber mein Antivirus meldet die ganze Zeit, dass es ein Virus ist. Und ich meine, ich würde es ja gerne installieren. Aber nee, lass ich mal lieber. Da ist die Minigun, ich weiß. Aber ich hier noch irgendwas? Irgendwas Schönes? Also diese Treppe ist mir neu. Rein zufällig war hier noch nie eine Treppe gewesen. Interessant. Das ist ja mal sehr interessant. Okay. Ob hier noch irgendwas sein soll? Vielleicht sogar UFO.
Boah, ich dachte schon. Vielleicht sogar UFOs. Wer weiß. Vielleicht gibt es hier UFOs. So. Nein, verdammte Scheiße, keine Ghost Planes. Ich sagte UFOs. So. UFOs zeigt euch, wo immer ihr auch seid. Es sieht nicht aus, als ob hier irgendwelche UFOs sind. Außer das da hinten. Ja, ja, ja. Ich hab dich gesehen, du kleiner Drecksack. Okay, leider keine UFOs hier. So, damit würde ich sagen, das war's auch schon mal von diesem Part von Mysterix. Und ja, schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das gefunden habt. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und, oh, tut mir leid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch natürlich weiterempfehlen und so weiter und so fort. Und wir sehen uns damit auch zum nächsten Part von Mysterix Mod wieder. Und da werde ich dann, also ich wollte eigentlich auch in diesem Part den Bigfoot und so weiter und so fort suchen, aber da diese Bigfoot-Suche und Woods-Creature-Suche etwas komplexer ist, also intensiver ist, also präziser, werde ich das halt beim nächsten Part machen. Beim nächsten Part werde ich den ganzen verschissenen Wald nach Bigfoot und nach nach dem Woods-Creature Ausschau halten. Und ja, damit sehen wir uns dann zu dem nächsten Part wieder. Bis dann. Das denn? Das ist ja mal hier ein Komplex hier. Wie geil. Das wird dieser Mod hat mir wirklich gefallen. Ist das eine Seifenblase? Oh. Man kann damit fliegen. Nice. Das ist ein bisschen strange.